Bist du, ich weiß nicht, ob es jetzt entspannt wird oder unentspannt, du bist nämlich jetzt unser Versuchskaninchen, jetzt kommt nämlich die Überraschung. Die Überraschung ist 14 Jahre jung und ein kleiner Zauberer. 14 Jahre alt bist du, ne? 17 Jahre, denke ich mir, du schaust aber ein bisschen älter aus. Echt? Ja, super, bist du schon. Hey, Marvin vom Kanal Marv der Zauberer. Genau, genau. Du hast auch, du hast ein Headset, sprich, genau. Du bist fertig vorbereitet. Freilich. Was hast du für uns, Marvin? Sollen wir gleich mal mit was beginnen? Okay. Magst du erst einmal erzählen, was du machst auf deinem Kanal? Ja, klar. Also wie mein Name schon sagt, Marv der Zauberer, bin ich Zauberkünstler. Und auf meinem Kanal zeige ich natürlich Zaubertricks. Aber nicht nur das, sondern ich zeige unter anderem optische Illusionen, zeige Wetten, alles Mögliche. Also querbeet wirklich. Genau. Und heute hast du für uns ein paar Tricks. Ja. Kunststücke, Tricks, wie man es nennen möchte. Aber deine Tricks sind eigentlich nicht gefährlich, sondern eher mehr so... Die anderen haben schon Angst. Man weiß nicht. Nein, nein, also keine Sorge. Okay. Schneidest du sie noch auseinander heute? Ja, also auseinanderschneiden auf jeden Fall, zusammenbringen, schauen wir noch. Okay, schau mal, gut. Ich würde sagen, den ersten Trick kannst du schon einmal zeigen, weil ja, dann wissen wir gleich, worauf wir uns einlassen. Klar, wir probieren was Kleines und dazu brauche ich deine Hilfe, Hanna, okay? Ich hab jetzt muss ich helfen, das ist super. Du kannst eigentlich dein Mikrofon behalten, einfach da sitzen. Okay. Und zwar habe ich für dich ein... Ja, sowas immer. Nicht, dass jetzt doch die Säge kommt. Das ist ein Geschenk dabei. Genau, ein Geschenk. Oh. Und könntest einfach mal deine rechte Hand aufhalten. Und genau, du. Ich habe links rechts Schwäche. Gar kein Problem, einfach irgendeine Hand. Du hältst das Geschenk einfach mal bei dir. Und ich komme gleich drauf zurück, okay? Soll ich es festhalten? Ja, genau. Fest, oder? Wie du egal, möchtest, wie. Okay, einfach locker halten, genau. Okay, du merkst vielleicht schon, was es ist, aber was genau es ist, das ist noch geheim. Ja. Okay. Jana, jetzt brauche ich deine Hilfe. Mhm. Und zwar, ich habe für dich ein Kartenspiel dabei. Okay. Kennst du dich ein bisschen mit Spielkarten aus? So ein bisschen, ja. Ein bisschen? Okay. Wir machen was Besonderes und zwar ist es kein normales Kartenspiel, sondern da stehen Getränke drauf. Okay. Okay, also ganz einfach. Hier stehen Getränke drauf, wie zum Beispiel Wein. Aber nicht nur Getränke, sondern auch Getränkemarken. Zum Beispiel Fanta. Ja. Genau, du kannst auch mal bestätigen für die Kamera, die sind alle unterschiedlich. Ja. Wasser, Bier, Cola, Tee und so weiter, also ganz viele verschiedene Getränke. Jetzt machen wir es einfach mal so, jetzt hebst du mal deine beiden Hände nach vorne aus, das Mikrofon legt man einfach mal weg. Ja, warte mal, oder ich nehme genau, Hanna, super, klasse. Wir machen es jetzt einfach mal so. Ich werde die jetzt Assistentin, einfach die Karten, die Assistentin. Genau. Wir werden jetzt die Karten einfach in deine Hand hineinlegen, so. Und du hast die Aufgabe, während ich die hier nach unten blätter, irgendwann mal, wann du möchtest, Halt oder Stopp zu sagen. Und ich halte dann einfach an. Stopp. Hier? Ja. Die Karte noch runter oder da oben behalten? Nee, die oben behalten. Die oben behalten, okay. Willst du die Karte oder die? Wie du möchtest. Die hier? Okay. Dann merk dir dein Getränk, welches du gezogen hast, okay? Hast du es jetzt gesehen? Ich hab's nicht du gesehen. Du siehst es nicht? Nee, okay. Also, okay. Ich sehe die Rückseite. Okay. Und dann merkst du dir einfach dein Getränk. Wir nehmen alle Karten zurück, denn die brauchen wir nicht mehr. Weil Hanna, du erinnerst dich, ich habe dir vorher ein Geschenk gegeben. Ah, und das ist jetzt das, was auf der Karte draufsteht. Also, ich hoffe es einfach mal. Pack einfach mal das Getränk aus. Aber da standen noch andere Sachen drauf. Das haben wir gesehen, ne? Ja, da stand komplett. Achso, haben wir das in der Kamera eigentlich gesehen, was da drauf stand? Ja, haben wir gesehen. Ja, haben wir okay, alles klar. Pack's einfach mal aus. Ich gebe dir mal, genau. Dann schau mal einfach mal, ob es geklappt hat. Einfach aufreißen, genau. Lass deine Aggression raus. Genau. Wir sehen eine Dose. Ich hoffe, man kann es in der Kamera erkennen. Eine rote Dose. Ja. Und zwar eine Cola-Dose. Jana, sag bitte zum ersten Mal laut und deutlich in dein Mikrofon, welches Getränk hast du gezogen? O-Saft. Also bei mir stand nicht Cola. Was? O-Saft? Orangensaft. Autsch. Okay. Das ist ja, hey, das Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja? Es ist live. Okay. Das ist wieder es ist alles live. Okay. Und da kann auch einmal was passieren. Ja. Da kann auch einmal ein Fehler passieren. Wie gesagt, eine Zaubershow live ist immer natürlich. Das ist immer ein bisschen tricky. Aber das Cola macht ja nichts, Marv. Obwohl, weißt du, Moment. Ja. Was hast du gezogen? O-Saft. Orangensaft, okay. Aber kannst du ist, mal das gucken? Ist ein roter O-Saft. Das ist ein roter O-Saft, kann man auch so sagen. Auch. Aber, genau, Hanna, du siehst, die Dose ist oben verschlossen. Zeig das mal in die Kamera. Stimmt das? Und dann mach sie einfach mal auf. Nein, jetzt nicht im Ernst, oder? Mach sie einfach mal auf und leer den Inhalt. Okay. Leer den Inhalt einfach mal. Ach du Scheiße, okay. Das ist in krass. Die Dose. Oh, sorry. Und tatsächlich okay, ist sie drin. Okay. What the fuck? Orangensaft. Kann man gerne mal sagen. Könnt ihr gerne probieren. Okay, das ist krass. Orangensaft. Das hätte ich jetzt gleich gedacht. Mal, aber okay, es riecht nach Orangensaft. Ist es Orangensaft? Ich teste mal. Also es ist O-Saft. Ja, wie hast O-Saft. Du das denn gemacht? Okay, nee, Marvin, das ist cool. Krass. Ich dachte gerade so, ich muss deinen Trick retten. Aber das ist auch cool. Also erklärst du auch auf deinem YouTube-Kanal, wie das zum Beispiel dann funktioniert? Oder bleibt das immer ein Geheimnis? Also normalerweise sagt man natürlich, Zauberer dürfen ihre Geheimnisse nicht verraten, weil das ist ja auch das Besondere, dass man eben danach verblüfft ist.
teilweise verrate ich so kleinere Kunststücke, welche man in der Schule zum Beispiel vorführen kann. Ja. Aber zum größten Teil natürlich behalte ich die Geheimnisse für mich. Und denkst du dir das selber aus? Oder jetzt bin ich hier voll begeistert. Das ist... Ja, also, vor allem, ich möchte jetzt auch echt wissen, können. Wie das geht. Wie geht das? Das ist echt krass. Ich aber du verrätst wissen. Es nicht. Dann echt. Ja. Wüsstest du auch gerne? Okay. Ja, nee, also... Ja, was war die Frage? Achso, ob ich die selber finde, genau die Tricks. Es ist natürlich so, dass es ein paar Grundtechniken gibt. Natürlich gibt es Bücher mit, zum Beispiel ganz typisch der Tisch mit der Klappe oder so. Aber letztendlich fängt man damit an, um klein anzufangen. Und letztendlich erfinde ich auch Tricks selber, mache eigene Performances draus. Und der Trick ist komplett selber erfunden. Geil, cool. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Nee. Ja, das ist schon mal gut. Du machst auf deinem Kanal aber auch optische Illusionen. Ja, genau. Was hat es damit auf sich? Ich dachte mir, zur Zauberei, optische Illusion ist ja auch sowas. Da weiß man nicht, was steckt da dahinter, was passiert da jetzt mit mir. Und deswegen zeige ich optische Illusionen, welche man interaktiv mitmachen kann im Video. Geil, ja. Das ist ja cool. Das heißt, man kann da mitmachen, getäuscht werden und ja. Und du machst schon wie lange YouTube? Seit ungefähr, 2012 habe ich meinen Kanal gegründet. 5 Jahre. Bist du auch ein YouTube-Opa? Bist du auch ein YouTube-Opa, ja? Genau, das heißt, seit du 13, bis du 12 bist, machst du YouTube. Ja, genau, seitdem ich 12 bin. Aber man muss bestätigen, damals habe ich nur unregelmäßig Videos hochgeladen, mittlerweile jetzt wöchentlich. Genau. Und ich habe gesehen, dass du deine Abonnentenzahl nicht angibst und das ist so das heiß diskutierte Thema ist unter deinen Zuschauern und Abonnenten. Genau. Warum kann ich deine Abozahl nicht sehen? Genau. Warum? die Frage wurde mir schon Und wie viele Abos hast du? Darf ich leider nicht sagen, aber es ist so, ich habe, als ich den Kanal gegründet habe, relativ bald gemerkt, dass es ist ja eben einfach so, wenn man auf YouTube geht, dann schaut man natürlich gleich auf dem Kanal, okay, guck mal, der hat schon ein paar Millionen Abonnenten, der macht ja bestimmt tolle, hochwertige Videos. Aber man merkt öfters auch, dass es nicht so viel dahinter steckt. Und ich habe eben bemerkt, wenn man die Abonnentenzahl verdeckt, dann weiß man eben nicht, was auf einen zukommt. Man muss das Video anschauen und dann daraus schließen für sich selber, mag ich den Charakter von der Person, die Videos und dadurch kann man entscheiden, ob man mich abonnieren will schon oder cool, nicht. Oder? Was meinst du, Diana? Also ich habe das auch schon mal gesehen und ich finde das eigentlich, also gerade bei deiner Nische finde ich es irgendwie ganz cool. Es hat nochmal sowas Magisches. Ja, genau. So, aber an sich, das stimmt, glaube ich, schon, dass man immer so ein bisschen die Leute vielleicht auch erstmal anhand der Abos so ein bisschen verurteilt. Das ist eigentlich total doof. Ja. Also finde ich eigentlich... Klar, vor allem bei kleinen YouTubern. Also ist ja oft so, man guckt ein Video an und steht da 30 Abonnenten. Natürlich ist seinem Unterbewusstsein irgendwie, okay, hat er jetzt erst angefangen und das möchte ich eben gleich abschließen. Das heißt, du wirst sie nie anzeigen lassen, deine Abonnentenzahl? Nee, also ich hoffe, ich werde immer dieser Richtung entlang folgen und es bleibt immer ein Geheimnis. Finde ich cool, ich mag das gern. Dankeschön, freut mich. Und du bist nicht nur auf YouTube unterwegs, sondern auch auf Bühnen mit deinen Zaubertricks? Also so hat eigentlich alles begonnen. Also ich habe so kleine Auftritte bei Geburtstagen und so weiter gehabt und dann bin ich erst auf YouTube gekommen. Mittlerweile spiele ich Shows überall in Deutschland, kann man sagen. Genial. Übermorgen bin ich zum Beispiel bei der Bundesregierung. In Berlin, da habe ich ein paar Auftritte. Cool. Bei Firmen und so weiter. Sag Bescheid, wenn du mal in Hamburg bist. Mache ich auf jeden Fall. Kaffee? Ja, klar, gerne doch. Wir freuen uns immer über einen Zaubertrick und wir würden uns jetzt auch noch freuen über einen weiteren Zaubertrick. Ja, klar, weil du hast noch einen, oder? Und eine Bedingung, ich brauche die Hilfe von euch. Nochmal. Okay, diesmal zweifle ich auch nicht. Das war gerade echt so, nee, dann hat er vermasselt. Nee, also ich probiere mein Bestes jetzt. Okay, Diana, machen wir noch mal was zu zweit. Ja. Okay. Und zwar machen wir es einfach mal so, dieses Mal mit richtigen Karten. Okay. Genau. Und zeig einfach mal in die Kamera, sind die Karten alle unterschiedlich? Durchgemischt? Ja. So, ich zeig's auch nochmal hier in die Kamera. Alle unterschiedlich. Super. Wir werden es jetzt einfach mal so machen, du wählst irgendeine Karte aus, welche dir gefällt. Irgendeine. Soll ich die dir dann zeigen? Oder ich darf sie auch sehen, genau. Wir zeigen es in die Kamera, jeder darf sie sehen. Okay, jeder darf sie sehen. Okay, und es ist die Pik 8. Genau. Okay, super. Zeig mir die Kamera. Klasse. Wir werden sie jetzt so machen. Du wirst einfach mal auf der Karte, auf der Vorderseite unterschreiben, damit die Karte nachher einmalig ist und ich die nicht austauschen kann oder so. Okay. Genau, einfach mal drauf unterschreiben. Oder irgendwas draufschreiben. Auch mit Herzchen. Ah, mit super. Herzchen, super. Klasse. Genau, den Stift nehme ich einfach wieder. Ja. Super. Und wir sind uns jetzt einig, deine Karte ist einmalig, richtig? Ja. Super. Wir werden jetzt was machen. Ich würde dich um Gefallen bitten, der ist ein bisschen komisch. Und zwar, wir nehmen deine Karte... Ich beobachte ihn währenddessen, okay? Super, klar, gerne. Wir nehmen deine Karte, falten die zweimal und du beißt einfach mal auf die drauf. Okay. Okay, einfach mal so drauf beißen. Richtig, eine Speichelprobe. Wie du möchtest, genau so. Und einfach zwischen den Zähnen lassen, du musst dich nicht anstecken, einfach. Super. Klasse. Jetzt machen wir es einfach mal so. Ich nehme auch noch eine Karte und zwar
nehme jetzt einfach mal die und ich werde das Gleiche machen. Also ich werde auch drauf unterschreiben, werde die Falten in meinen Mund stecken und zwar mit der Pik 10. Okay, machen wir es so. Ich unterschreibe da einfach mal drauf. So. Wir haben noch eine Minute. Schaffst du das in einer Minute, Marvin? Ich probier's. Die Karte. Dann geht's gleich los mit der großen Show. Dann geht's los mit der Show. Ich falte sie zweimal. Ebenfalls. Kriegst du mal einstellen? Okay. Pass auf. Gib mal deine Hand. Genau. Okay. Ach, kann ich auch dran. Genau konzentrieren. Achtung. Okay. Wow, das ist krass. Ey, wie geht das denn? Ich habe es gerade gesehen, dass das jetzt eine andere Karte ist. Auf einmal passiert das. Wie hat er das denn gemacht? Auf einmal kann es sein, dass ich nicht mehr meine Karte im Mund habe, sondern Dianas Karte. Und wenn du die Karte aufhaltest, kann es sein, dass du auf einmal meine Karte zwischen den Zähnen hattest. Das ist krass. Dankeschön. Schaut unbedingt bei Marvin vorbei und natürlich bei Diana. Ja, klar. Ja. Super, die nehme ich einfach mal. Eieiei. Aber jetzt hast du Diana, jetzt hast du Dianas Speichel. Den kannst du vielleicht nicht gebrauchen. Nimm ihn mit, Marvin. Steck ihn gut ein. So kann's aussehen. Du verrätst uns den Trick vielleicht gleich noch. Mal sehen. Ja, ich bin gespannt. Boah, das würde ich auch gern können. Ja, Mann. Das muss ich schon genial. Wir könnten auch auf die Bühne gehen. Ja. Das, siehst du, dann, bist du heute, du bist nicht auf der Bühne, ne? Nee, leider nicht. Aber nächstes Jahr vielleicht. Ich hoffe. Das wäre ziemlich cool. Ich würde mich freuen. Und ihr schaut euch gleich die Show an? Auf jeden Fall. So, jetzt geht's gleich los mit der großen Bühnenshow. Wir sehen uns hoffentlich wieder zum zweiten Teil hier backstage um 15 Uhr. Viel Spaß.